Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Wie immer in diesem Format spreche ich mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Als Thema haben wir uns diesmal die Call-Option herausgesucht und diese besprechen wir in allen Facetten, nämlich als gedeckte Call, ungedeckte Call-Option und natürlich beleuchten wir auch die Vor- und Nachteile einer solchen Kaufoption. Viel Spaß mit diesem Video! Ja, hallo und herzlich willkommen. Auch Luis auf der anderen Seite, Luis Pazos von Nur Bares ist Wahres. Wir wollen heute wieder besprechen, großes Thema ist immer Optionen bei uns und heute wollen wir mal den Call besprechen. Hallo Luis, wie geht's dir? Ja, hallo Vincent, danke der Nachfrage. Ich bin wohlauf. Ich hoffe, du auch, aber zumindest was die Option angeht, konnten wir uns ja, glaube ich, die letzten beiden Monate nicht beschweren, oder? Das stimmt, ja. Nach Corona-Crash und Wirecard-Massaker konnte ich auch endlich mal wieder zwei sehr gute Optionsmonate verbuchen. Das tat in der Tat ganz gut. Genau. Ja, wir haben ja ansonsten so die Grundstrategie, mit Short Puts zu agieren. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Die entsprechenden Videos verlinke ich gerne in der Infobox und in der Videobeschreibung. Heute haben wir uns aber ein bisschen anderes Thema ausgesucht. Und zwar wollen wir mal über die Calls, also quasi die andere Seite sprechen. Korrekt, genau. Und wie wir ja auch beide wissen, wir nutzen das Instrument ja auch also ich persönlich als, wie soll ich sagen, Mitnahmeeffekt. Aber hier bewegen wir uns jetzt auch im Stillhalterbereich. Ja, das heißt, es geht darum, eben ein Call zu verkaufen, also auch hier stillzuhalten, Prämie einzunehmen und im Gegenzug eben einen Call zu verkaufen, das heißt, einer anderen Partei das Recht einzuräumen, eine Aktie oder ETF oder ja, sonstiges Wertpapier, was ich im Bestand habe, zu einem jetzt schon fixierten Preis abkaufen zu dürfen. Korrekt? Genau, also derjenige, genau, wir müssen ja mal umgedreht denken, also du agierst oder wir agieren in der Regel ja sowohl auf der Put- und auch auf der Call-Seite als Verkäufer, das heißt, wir verkaufen jemandem das Recht und bei einem Call ist es ja auch eine Kaufoption, wir verkaufen jemandem das Recht zu einem vorher festgelegten Basispreis, ein gewisses Underlying, also in dem Fall, du sagst, eine Aktie, die du schon hast, ist aber nicht zwingend so, dass du dieses Underlying haben musst im Bestand, du könntest auch nackt agieren, also Naked Calls verkaufen. Genau, was wer oder was kauft denn einen solchen Call? Also unser Counterpart kauft einen Call, weil er eben sich das Recht kaufen möchte, eine gewisse Preissicherheit kaufen möchte. Er weiß, dass er nach Ablauf oder bei Ablauf des Datums oder während der Laufzeit bis zum Verfallstag kann er das Underlying, was wir da eben veroptionieren, zu einem vorher festgelegten Preis erwerben. Genau, und damit habe ich natürlich als Anleger, der einen solchen Call kauft, sichere ich mich letztendlich ab gegen beispielsweise einen steigenden Preis dieses Underlyings, also der Aktie beispielsweise, die ich haben möchte. Nehmen wir so einen Klassiker wie Apple. Ja, und wenn ich sage, ich möchte mir für eine gewisse Zeit einräumen, die Apple-Aktie zum beispielsweise jetzt eingefrorenen Kurs kaufen zu dürfen und kein Risiko zu laufen, dass ich die später zu einem wesentlich teuren Preis erwerben muss. Ja, beispielsweise, weil ich erst in einigen Monaten oder Wochen zur Liquidität komme, dann kann ich das eben über einen Call bewerkstelligen. Ja, genau so ist es. Genau. Ja. Und den Call kann ich natürlich auch zu Spekulationszwecken natürlich auch kaufen, beziehungsweise Richtig. Warum verkaufen wir das Ganze eben, weil wir dafür eine Prämie kriegen? Das ist ja immer das Geschäft. Unser Counterpart kauft sich eben diese Kurssicherheit für die Laufzeit und gibt uns dafür eine Prämie. Und das ist ja unser primäres Ziel, dass wir diese Prämien vereinnahmen. Damit, denke ich mal, haben wir erstmal grob erklärt, beide Seiten des Calls, also sowohl die Verkäuferseite, die wir meistens einnehmen, als auch die Käuferseite. Warum kauft überhaupt jemand solche Calls? Genau, und jetzt hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen.
Du verkaufst also Calls auf Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere, die du tatsächlich im Bestand hast. Das Ganze nennt man dann Covered Call, weil es eben ein gedecktes Geschäft ist. Wenn diese Aktien oder dieses Wertpapier quasi vom Counterpart abgerufen wird zu diesem Preis, der vorher festgelegt ist, was ja im Übrigen nur dann funktioniert oder machbar ist, wenn der vorher festgelegte Strike überschritten wird in dem Sinne, dann hat derjenige also eben das Recht, die Aktien abzurufen von dir für den vorher festgelegten Preis. Und da macht es sich natürlich ganz gut, wenn du diese Wertpapiere auch in deinem Besitz hast, weil dann hast du im Grunde genommen kein Risiko, beziehungsweise kommen wir nochmal natürlich genauer drauf, was die Gefahren und Risiken auch bei der Geschichte sind. Aber wenn wir davon ausgehen, dass du den Strike oberhalb deines Einstandspreises legen kannst und legst, hast du ja im Prinzip kein großes Risiko. Das Wertpapier wird demjenigen gutgeschrieben, der es dann eben abruft, wegcallt und du hast deine Prämie und im Idealfall geht das Papier oberhalb deines ehemaligen Einstandspreises dann raus. Somit eigentlich in der Theorie alles ganz pfiffig, eine gute Strategie, um zusätzlich eigentlich wieder Cashflow zu generieren, indem man eben laufend seinen Bestand auch über Calls veroptioniert und Prämien dadurch generiert. Das ist die Grundidee bei dir auch, oder? Genau. Ich denke, es ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Prinzip bei einem Covered Call aus dem Optionsgeschäft selbst für dich als Stillhalter kein Risiko erwächst. Weil ich sage mal, das Schlimmste in Anführungsstrichen, was ja passieren kann, ist dann tatsächlich, ja, dass du ausgeübt wirst, dann musst du halt die Aktie abgeben, erhältst aber den Preis, das kannst du ja genau vorher ausrechnen. Ja, das heißt, aus dieser Position als Stillhalter selbst erwächst kein Risiko. Du hast natürlich weiter ein Kursrisiko, dass beispielsweise die Aktie, die im Bestand hast, natürlich im Preis fällt. Ne? Umgekehrt natürlich, wenn du nackte Calls verschreibst, das kann natürlich dann schnell die Hose ausziehen, wenn man dann an solche Fälle denkt. Das war ja, ist ja mittlerweile auch wieder 8 Jahre her, wo mal die VW-Aktie so überraschend auf 1.000 Euro hochgeschnellt ist. Und wenn du da natürlich dementsprechend einen nackten Call geschrieben hast, ja, dann Prost Mahlzeit, ja, wenn so eine Konstellation eintritt, ja. Klar, also das grundsätzliche Risiko beim Optionshandel steckt ja eigentlich sowieso immer im Underlying, nicht groß in der Option, je nachdem, wie man handelt. Und hier ist es auch so, also man kann natürlich, es gibt natürlich Konstellationen, dass wenn du deinen Strike-Preis so wählst, dass du unterhalb deines Einstandspreises den Strike wählst, dann kannst du natürlich auch einen Verlust machen. Trotz Prämie kann das dann natürlich in der Gesamtabrechnung ein Verlust sein, aber es ist kein unkalkulierbares Risiko. Genau, also du weißt zumindest vorher, wo du deinen Strike legst. Das kannst du ja selber festlegen, weil du bist ja der Verkäufer, kannst selber sagen, zu dem und dem Strike bin ich bereit, das Wertpapier abzugeben. Gehst also ein kalkuliertes Risiko ein und in dem Fall, dass du den Strike so wählen kannst sogar, dass der oberhalb deines Einstandspreises liegt, dann kannst du eigentlich sogar nur Gewinn machen. Das ist richtig. Genau. Ich habe auch ein schönes Beispiel. Ich habe mal ein Video gemacht über einen nackten Call, der mir dann tatsächlich auch weggelaufen ist. Münchner Rück war das damals. Das verlinke ich auch gerne nochmal oben in der Infobox. Kann man sich mal anschauen, wie das dann eben auch schiefgehen kann. Das versuchen wir also in der Regel zu vermeiden und deswegen handeln wir sogenannte Covered, also eben gedeckte Calls. Genau. Also ich selber jedenfalls handle ausschließlich gedeckte Calls. Und auch, das war nur als kleine Besonderheit, ausschließlich auf Aktien, die ich auch tatsächlich im Bestand haben möchte. Also die wirklich auch, die ich mir nicht extra dafür beschaffe, nur für das Optionsgeschäft, sondern na, als Einkommensinvestor mit ausschüttungsstarken Wertpapieren nutze ich die ich im Prinzip ohnehin im Bestand habe, im Rahmen meiner Portfolioallokation. Ja, um hier gezielt durch das Schreiben von Covered Calls ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Und dividendenstarke Papiere eignen sich insofern relativ gut, ja, oder vielleicht besser als manche Wachstumsaktie, ja, weil die natürlich die Kursfantasie ein Stück weit begrenzt ist. Das heißt, so ganz unliebsame Überraschungen, wie eben das extreme Wegrennen, wie bei einer Tesla oder in den guten Zeiten auch Wirecard, werde ich in der Regel bei einem Infrastrukturunternehmen oder Pharmakonzern nicht in dem Maße erleben. Natürlich, dafür sind die Prämien geringer, weil ich eben nicht ein
ja, im Prinzip eine so hohe Versicherungsleistung für den Käufer der Option bringe. Ja, also weil die Absicherungskosten dann entsprechend nicht so hoch sind. Aber ja, auch hier lassen sich, ja, über die Zeit gesehen, ja, ganz gute zusätzliche Prämien von irgendwo einem halben bis einem Prozent pro Monat zusätzlich erzielen. Kommt immer so ein bisschen auf das, ja, Underlying und, ja, die Volatilität natürlich an. Also das ist dann im Prinzip wie beim Put auch. Wie sind so deine Erfahrungen diesbezüglich? Ja, das mit den Prämien wollte ich auch nochmal ansprechen. Das ist natürlich bei Aktien, die nicht so sehr schwanken, hast du es ja gerade schon gesagt, da sind natürlich die Prämien ein bisschen geringer. Dafür ist natürlich aber auch das Risiko einer Ausübung entsprechend auch wieder geringer. Pharmaaktien, da würde mich deine Erfahrung nochmal interessieren, weil Pharmaaktien, da gibt es ja auch manchmal Nachrichten, die Kursausschläge nach oben und unten, ja, wenn irgendwie ein Medikament erfolgreich getestet wurde oder so, hergeben. Und eigentlich sagt man ja sogar, dass man Pharmaaktien eher nicht so stark veroptionieren sollte. Und hast du da eine bestimmte, die du im Depot hast und wo du da auch Calls drauf verkaufst? Das würde mich mal interessieren. Ja, habe ich tatsächlich. AbbVie habe ich im Portfolio. Du hast natürlich recht. Also vor, sagen wir, unliebsamen Überraschungen oder auch liebsamen Überraschungen bist du natürlich nie gefeit. Natürlich bei den ganz großen Pharmakonzernen, dass jetzt irgendeine bahnbrechende, ja, neues Präparat auf den Markt kommt, dass die Umsätze so hoch treibt, dass das die Kursfantasie beflügelt, ist ja doch relativ selten. Umgekehrt sehe ich da dann eher die Gefahr im Underlying. Ich erinnere mich noch lebhaft an Bayer, den Lipo-Bay-Skandal, der den Konzern ja da auch fast in die Knie gezwungen hat, auf jeden Fall die Kurse sehr stark hat fallen lassen. Ja, oder bei Pfizer war es, glaube ich, auch mal, als, glaube ich, so die Nebenwirkungen von Viagra da in den Medien ja, breit getreten wurden, ob es tatsächlich so Auswirkungen hat auf die Herzinfarktquote. Das ist natürlich dann eher, also sehe ich persönlich dann eher als Risiko. Ansonsten ist das doch ein, ja, recht solider Wert, auf den sich gut Optionen schreiben lassen. Wobei auch hier bei den Aktien, die ich tatsächlich im Bestand habe, oder Wertpapieren allgemein, versuche ich immer einen Strike möglichst, oder was heißt möglichst weit weg, also mit einem gewissen Abstand zum Basiswert zu schreiben, zu wählen. Ja, das heißt, ich ja, nehme da Strikes, die nicht oder die aus dem Geld sind und nicht nah dran. Ne? Ja, vielleicht kannst du kurz sagen, worauf achtest du? Auf eine ausreichende Prämie noch, auf einen immer bestimmten fixen Abstand oder? Also ja, wie ist da deine Vorgehensweise? Wie ermittelst du, wo ist jetzt hier mein Strike? Wie legst du den? Ja, also ich gucke mir natürlich schon so ein bisschen die Kursschwankungen der jüngeren Vergangenheit an und versuche dann in der Regel irgendwo 5% oberhalb, so als ganz grobe Faustregel anzusetzen. Ich muss natürlich auch immer gucken, ob bei den Papieren, die ich dann im Bestand habe, sich dann auch ein solcher Strike realisieren lässt, also ob es dann überhaupt noch eine vernünftige Prämie gibt. Und dann versuche ich tatsächlich so mindestens so ein halbes Prozent bezogen eben auf den Gesamtkontrakt an Prämie zu vereinnahmen. Ganz kurz noch, in der Regel auch so Laufzeiten Pi mal Daumen um die 30 Tage. Genau, also ja, hast nochmal recht, bei Pharmaaktien ist wahrscheinlich die Gefahr größer, dass es irgendwie nach unten wegen einer schlechten Nachricht oder wegen irgendeinem Medikamentenskandal oder wegen irgendwas negativ getestetem Medikament runtergeht. Bei auf der Seite nach oben ist es natürlich, hast du recht, eher selten. Von daher ist die Gefahr ja beim Put-Verkauf wahrscheinlich bei Pharmaaktien irgendwie höher als ja, bei der Call-Geschichte. Ja, hast recht. Ja, meine Erfahrung, genau, also ich habe, wie eben schon gesagt, auch schon ungedeckte Calls verkauft, da gemischte Erfahrungen mitgemacht. Also der Münchner Rück ist mir ziemlich weggelaufen, das war ein bisschen blöd, funktioniert aber natürlich auch oftmals. Bin aber auch dazu übergegangen, aufgrund der Erfahrung dann gedeckte Calls zu verkaufen. Und macht dies aber eben nicht mit allen Aktien, die ich im Bestand habe. Das ist ja immer so die Frage, wird auch oft an mich herangetragen, soll ich mein gesamtes Dividenden- oder Aktiendepot zu Banks oder eben zu IB oder CapTrader übertragen? Und
A, hat es ja den Vorteil, dass ich vielleicht einen größeren Handlungsspielraum habe, weil ich einfach mehr Volumen habe, ja, weil die Aktien ja auch eben ein Stück weit als Margenhinterlegung natürlich dienen beim Broker. Und ich könnte natürlich den Bestand mit Calls veroptionieren und ein Zusatzeinkommen erzielen. Und das ist eben Geschmackssache. Ich mache das nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass früher oder später erwischt es sozusagen die Aktie und dann ist sie halt raus und der schöne Einstandspreis oder wie auch immer, der ist dann hin und da muss man die Aktie nachkaufen. Ist natürlich kein Problem, wenn man das von vornherein mit einkalkuliert und damit okay ist, dann kann man die ja quasi im gleichen Atemzug sich zurückkaufen, wie man sie abgeben musste über einen Call. Ich mache das nicht. Ich veroptioniere eigentlich nur mein Optionsdepot, also ich habe das eben getrennt, mein Buy and Hold und Dividendendepot größtenteils vom Optionsdepot. Ich lasse mir gerne einbuchen, wenn ja der Strike zum Beispiel von einem Put nur knapp unterschritten ist, weil dann kann ich sehr gut einen Covered Call verkaufen, weil die Prämie halt entsprechend hoch ist. Ne? Weil dann bist du ja noch dicht am Einstandspreis sozusagen und man kann sehr hohe Covered Call Prämien generieren. Das mache ich sehr gerne. Ansonsten rolle ich halt auch entsprechend runter meine Puts. Ja, das ist so meine gemischte Erfahrung mit Calls. Und wann ich Calls eben auch noch einsetze, ist eben so, wenn ich einen Put laufen habe auf einen Wert und der bewegt sich so Richtung minus 100, 200%, also von der Option her, dass ich dann also quasi noch die gegenteilige Position aufmache und einen Call drauf auch verkaufe. Weil der kostet in dem Moment keine Margen, ja. Also wenn ich die gleiche Laufzeit nehme zum Beispiel, dann hebt sich das ja quasi auf, also margentechnisch. Und das ist halt eine margenschonende Möglichkeit, nochmal wieder Cashflow zu generieren. Ist auch nicht jedermanns Sache, weil theoretisch ist es dann ja, oder praktisch auch, es ist faktisch ein ungedeckter Call, den man dann eben eröffnet, auch wenn man diese Gegenposition hat, aber der kann ja dann eben auch durch die Decke gehen ab dem Zeitpunkt der Kurs, wo man den Call da verkauft und dann hat man eben nachher das Problem, dass einem da auch der Kurs weglaufen kann. Aber das mache ich so ein bisschen eben, um zusätzliche Prämie oder gegenteilige Prämie auch von einem etwas schlecht laufenden Put nochmal zu retten. Ja, und dann eben gegebenenfalls gleichzeitig oder wieder zu einem gegebenen Zeitpunkt die Put-Option auch noch wieder runterrolle. Also so, dass ich an zwei Fronten Prämien quasi für eine Option oder für ein Underlying da generiere. So handhabe ich das. Und ja, mit dem habe ich relativ gute Erfahrungen gemacht. Also mit diesen nach einer Zeit an einem geeigneten Tag, wo vielleicht trotzdem, dass die Put-Option schon relativ schlecht gelaufen ist jetzt über ein paar Tage, erwarte ich vielleicht einen Tag ab, wo ein Plus aber in dem Underlying ist, sodass es möglichst eben vom Momentum her ein bisschen bessere Prämie gibt, auch für den Call. Und dann eröffne ich dann eben teilweise noch Call-Optionen. Das ist so meine Vorgehensweise mit und bei Calls. Und wie gesagt, aus der Erfahrung heraus, das würde mich auch gleich nochmal interessieren, wie das bei dir ist und wie du dann auch vielleicht gegebenenfalls reagierst. Also du oder über den Optionshandel eingebuchten Aktien, da verkaufe ich dann eben auch Call-Optionen drauf. Und aus der Erfahrung heraus werde ich diese Aktien früher oder später eigentlich alle wieder los. Das heißt, man verliert ja nach oben hin diese mögliche Kursentwicklung natürlich auch von Positionen, die man im Depot hat. Und das ist natürlich auch eine ganz entscheidende Frage. Will man sich, das ist natürlich nur so ein Opportunitätsrisiko, sag ich mal irgendwie, will man sich dem hingeben oder macht man das Ganze eben tatsächlich nur für die Prämien, dann ist es natürlich legitim. Oder wenn man weiß, dass man natürlich eine potenzielle Kursentwicklung da verpassen kann. Erstens wäre meine Frage an dich, wie ist es bei dir, wenn du komplett deinen Bestand immer und ständig veroptionierst? Wie ist so deine Quote? Wann oder wie viele Aktien, sage ich mal, sind da schon durch rausgeflogen, wo du dich geärgert hast? Und wie reagierst du dann? Ist es dann so oder kaufst du die dann quasi im Handumdrehen wieder nach zum aktuellen Kurs oder legst du dann einen Put zu einem Wunschpreis von dir dann in den Markt, um die über einen Cash-Secured Put wieder reinzuholen? Oder? Da gibt es ja dann natürlich auch verschiedene Vorgehensweisen. Wie machst du das dann? Ja, vielleicht noch eine ergänzende Info, das ist vielleicht falsch rübergekommen. Also ich selber habe auch mein Dividenden-Buy-and-Take-Depot, was ich nicht veroptioniere und ein separates
Optionsdepot, wo ich dann auch die Titel habe, die ich veroptioniere. Ja, also ich trenne das genauso wie du. Ja, wobei ich aber, also einfach von der Philosophie her, in das Optionsdepot Wertpapiere nehme, ausschüttungsstarke Wertpapiere, die quasi genauso gut auch im reinen Buy-and-Take-Depot liegen könnten. Ja, also von daher, ich handle separat und in diesem Optionsdepot, das versuche ich natürlich immer nach Möglichkeit vollständig zu veroptionieren. Das heißt, die Aktien oder auch ETFs, die bei mir dort drin sind im Optionsdepot, da schreibe ich laufend eben wirklich auf alle Positionen Covered Calls. Und wie du richtig sagst, hin und wieder passiert es schon mal. Also ich wähle ja einen Strike, der relativ weit weg ist vom aktuellen Kurs, sodass ich da einen gewissen Puffer habe. Das geht sehr häufig auf. Wie gesagt, zumal die Kurskapriolen sich sehr in Grenzen halten und bei 30 Tagen Laufzeit, naja, dass so eine Dividendenaktie mal 5% macht, ist relativ selten. Aber ich habe gleich mal ein Gegenbeispiel. Ja, und klar, wenn ich dann mal andienen muss, das heißt, das Wertpapier verliere und die Liquidität habe, habe ich eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe dasselbe Wertpapier nach, das mache ich aber nur, wenn es jetzt nicht allzu weit weggelaufen ist. Ja, oder aber ich schiebe eben Put hinterher, ja, um ja, dann eine Chance zu haben, das dann wieder zu einem günstigeren Preis zu beziehen, ja, beziehungsweise hier nochmal extra Prämie einzunehmen. Ja, oder aber ich suche mir ein anderes Wertpapier, wo ich sage, naja, das lasse ich mal und dann gucke ich mir ein anderes aus. So, und jetzt hatte ich gerade neulich, die Aktie hatte ich mir extra ins Optionsdepot dann auch geholt, Ende August, und zwar Southern Company, ein Energieversorger aus den USA, also auch Milliardenkonzern, da gibt es auch eine schöne Optionskette, und hatte dann auch einen Covered Call drauf geschrieben, einen Strike von 55, da waren sogar die 5%, ich glaube sogar so ein bisschen mehr, eingehalten. Die Laufzeit waren 35 Tage, der lief am 2. Oktober aus. Und tatsächlich am 2. Oktober hat die Aktie, was extrem ungewöhnlich ist, eben einen Sprung gemacht, wie so viele Energieversorger am Tag, um 3% nach oben. Und lag dann eben bei, ich glaube, 56,20 um den Dreh. Das heißt, ich musste die andienen. Übrigens für alle, die jetzt fragen, wie funktioniert das? Das macht der Broker automatisch. Und das läuft dann quasi über Nacht. Das heißt, wenn der Handelstag dann zu Ende ist, typischerweise hier in Europa dann eben Freitagabend, war es ja in dem Fall 22, 23 Uhr, dann wird die Börse geschlossen und dann im Prinzip über Nacht wird das Ganze dann ausgeglichen und dann am nächsten Börsentag, das war so dann der Montag, der 5., da war dann eben das Geld verbucht und die Aktien eben weg. Ja, in dem Fall habe ich eben dann einen Put nachgeschoben, aber die Aktie ist weiter gestiegen, das heißt, der Put ist auch schon wieder deutlich gefallen. Ja? Das heißt, ich habe jetzt die Liquidität da liegen, jetzt muss ich mal überlegen dann, was ich mache. Aber das Nach Gute den ist, Wahlen. Ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Das Gute ist ja aber trotzdem, dass man ja auch für den Put jetzt eine Prämie generiert hat, immerhin. Als kleines Trostpflaster, das ist ja das Gute bei unserem Standardstrategie Short Put, dass man ja auch für den Verkauf der Option dann eben auch schon eine Prämie bekommt, die man behalten kann, auch wenn man eben nicht zum Zug kommt, was jetzt den Aktienkauf sozusagen dann angeht. Eine Frage habe ich noch, und zwar hättest du ja jetzt vielleicht auch an dem Tag noch rollen können, also dein Trade quasi reparieren können, indem du dein Call zurückkaufst und einen anderen Call mit einer anderen Laufzeit und einem eventuell eben höheren Strike neu verkaufst. Also dieses typische Rollen kann man ja nicht nur bei Puts machen, sondern eben auch bei Calls eben hochrollen. Ist das für dich eine Variante, die du üblicherweise handhabst, oder ist das bei dir, wenn der Strike quasi gerissen wird, dann geht die Aktie raus konsequent, oder wie handhabst du das? Ich rolle grundsätzlich nicht. Ich betrachte halt einfach jede Position für sich einzeln, ja, und dann ist das Thema eben durch. Ich habe die Position auch gedanklich geschlossen. Ich wusste ja spätestens dann irgendwann so am frühen Abend, naja gut, am nächsten Montag werde ich dann eben das Geld haben, und dann habe ich mir eben überlegt, was mache ich dann? Also Position gedanklich abgehakt, es war klar, wie es läuft, und dann überlegen, was machst du, und dann habe ich eigentlich relativ schnell entschlossen, gut, schreibe ich dann einen dann halt engen Put, dann ist die Prämie entsprechend hoch. Und ansonsten, habe ich mich gefreut, eben auf die 35 Tage Laufzeit war das dann eine Rendite,
Kurs plus Prämie und ohne die neue Put-Prämie von 5,9%, das ist ja dann auch, glaube ich, ganz in Ordnung, kann man auch mitleben. Ja, prima. Also ich habe auch noch ein aktuelles Beispiel, und zwar habe ich zum Beispiel gerade einen Call auf IBM laufen, und ja, der Kurs plätschert eigentlich auch mehr oder weniger so dahin oder fällt sogar langsam immer ein bisschen eher. Und ja, diese Woche gab es irgendwie eine Meldung, und der ist an einem Tag, vorgestern war das, um über 8% dann in der Spitze hochgeschossen. Und das hat natürlich auch meins 3 komplett übertroffen. Und jetzt ist es schon wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber ich werde jetzt heute, ja, irgendwann kurz vor Börsenschluss, werde ich schauen, ob ich denn quasi diesen Strike hochrolle. Also ja, ich werde es zurückkaufen entsprechend für den Preis, was gerade angesagt ist, und eine Option suchen in der Zukunft mit einem höheren Strike eben und die dann neu verkaufen. Und im Normalfall sollte das dann eben ja das, was ich jetzt bezahlen muss für den Rückkauf, überkompensieren. Und ich habe dann eben eine neue Chance, dass ja zu dem neuen Laufzeitende der Kurs irgendwie nicht erreicht wird und ich die 100 Aktien behalten kann, weil IBM ist jetzt zumindest in der Positionsgröße 100, die ich da habe, eine Aktie, die ich eigentlich auch behalten wollen würde. Ja, von daher werde ich das jetzt mit dem Rollen probieren und habe dann halt eine zweite Chance. So handhabe ich das. Es gibt natürlich auch ja, Calls, die ich dann nicht mehr rolle, wo ich das dann auch hinnehme. Aber in dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel heute dann mit dem Rollen versuchen und dann eben schauen, wie es ja, in 2-3 Wochen entsprechend, je nachdem, wann ich jetzt die Laufzeit lege, dann aussieht. Ja, das nochmal als aktuelles Beispiel, dass eben auch so eine Aktie, die genau wie bei dir normalerweise so ein bisschen dahin plätschert, eben auch mal größere Kurssprünge machen kann. Du hattest auch schon öfter jetzt die Dividenden angesprochen, und gerade bei Monatszahlern oder bei Quartalszahlern, wie das ja in den USA üblich ist, kann man sich ja auch den Dividenden-Ex-Tag so ein bisschen zunutze machen. Also bei Puts muss man ja teilweise aufpassen, dass man ja kurz vorm Laufzeitende nicht vielleicht irgendwie den Ex-Tag hat, weil das ja quasi mit Abschlag dann gehandelt wird und den Kurs nochmal künstlich so ein bisschen drückt. Und bei Calls ist es ja quasi umgekehrt. Da ist ja dann vielleicht die Ausschüttung ein willkommener Kursabschlag, um dem Wegcallen zu entgehen. Also das auch nochmal als Hinweis, dass man immer so ein bisschen auch die Dividendendaten da im Auge haben sollte beim Optionshandel allgemein. Ja, ich sag mal. Besonders bei Jahreszahlern natürlich, ne? Ja, da also natürlich. Bei Monatszahlern fällt es nicht so sehr rein, aber eben, weil du ja auch gesagt hast, das kommt daher genau zum Tragen. Allein durch die regelmäßige Dividendenausschüttung in kurzen Intervallen glättet das ja den Kurs so ein bisschen, und man hat halt nicht so diese Kursausschläge wie zum Beispiel natürlich bei Wachstumsaktien oder bei Jahreszahlern, wo dann natürlich der Abschlag auf einmal auf ein Jahr gesehen kommt. Der ist natürlich dann entsprechend höher bei deutschen Aktien zum Beispiel oder europäischen Aktien. Und bei Monats- und Quartalszahlern ja, wird das ja so ein bisschen geglättet. Und da funktioniert das, was du da schon angesprochen hast. Ja, haben wir noch Punkte, die wir zum Thema Calls ansprechen können sollen? Es gibt bestimmt noch jede Menge. Die werden wir auch von unseren Zuschauern zugetragen bekommen. Und ich schlage vor, das nehmen wir dann in eine neue Folge. Klasse Idee. Dann sind wir für heute mit dem Thema Call-Option durch, würde ich sagen. Ja, war spannend, auch mal von deiner Seite zu hören, wie du das handhabst und wie das bei dir läuft. Ja, haben wir hier zwei Erfahrungsberichte aus der Praxis gehört. Hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut uns eure Fragen und Kommentare zu dem Thema gerne in die Kommentare, und natürlich auch sonstige Themenwünsche, die wir in einer weiteren Folge besprechen sollen, sind herzlich willkommen, und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Danke, Luis, für deine Zeit und deine Expertise. Bis zum nächsten Mal. Sehr ciao, gerne. Ciao. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Soweit unsere Meinung und Erfahrung aus der Praxis, welche Möglichkeiten man mit Call-Optionen hat und wo die Stärken und Schwächen dabei liegen. Ich hoffe, wir konnten dir wertvolle Tipps für deinen Optionshandel geben und freuen uns auf und über deine Kommentare, Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen hoch da, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn hier auf dem Kanal ein neues Video online geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.